So, wie bereits im Outlast LP erwähnt, beziehungsweise direkt am Ende sogar, direkt hier nach natürlich der DLC Whistleblower. Ich weiß nicht, um was es genau da geht. Ich weiß nicht, ob es Vorgeschichte, Nachgeschichte, Parallelgeschichte, weit entfernte Geschichte, die nichts direkt damit zu tun hat, sondern nur Outlast auch so halt ist, weiß nicht. Ich habe mir nichts dazu durchgelesen. Ich kenne nur dieses Bild, wo die Person mit dem Finger so mit auf dem Lippen presst und sozusagen Stille darstellen soll, also so, dass man ruhig sein soll. So habe ich das zumindest gesehen. Mehr kenne ich von dem Spiel nicht. Nebenbei danke an Malzke, der mir den DLC geschenkt hat. Ja, ich denke, dann starten wir auch gleich mal. Wir spielen hier auch auf Normal, weil wir das Hauptspiel auf Normal gespielt haben. Deswegen, ansonsten hätte ich auch schwierig gemacht, aber nur weil ich das Hauptspiel noch gespielt habe, bevor Schwierigkeitsgrade kam und es auf Normal war, mache ich das jetzt auch auf Normal, damit es einheitlich ist. So, wo sind wir denn hier? Hier umgucken kann ich mich nicht. Wer bist du? Wer sind wir? Ich bin auf jeden Fall nicht Miles. Meine Augen sind offen. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral assumption. What did Hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. What the fuck? 2 Stunden vorher. Das lest ihr am besten selber, bevor ich das eh zu langsam vorlese. Ah, jetzt kann ich so doch noch vorlesen. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachten. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaub nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Mirko scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ich glaube, der Typ sendet an Miles. Also ist das sozusagen Vorgeschichte. Mehr oder weniger an gleichgestellte Geschichte wahrscheinlich. Aber das klingt sehr danach, dass das an Miles geht. Ich kann da nicht die E-Mail entziffern, an die es geht, aber sieht sehr nach Miles aus, würde ich sagen. Na gut, senden wir die. Speichert. Ach. Da ist ein Typ. Wir sind in einem Serverraum. Es sah sogar so aus, als ich da durchgeguckt habe, als... Hä? Ich check das gerade nicht. Die sind dahinter, aber irgendwie schaut man irgendwo anders hin noch? Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Ich verstehe die Spiegelung nicht. Ist das eine Fehlspiegelung einfach nur? Hm. Na gut. Park. They've paged for you three times already. There's something urgent at the engine. Ja, da gehe ich sofort hin. Anyway? I thought you were just a software guy. Ja, ja. Ja, ja, chill doch. Ach, wir sind hier unten in der Murkoff-Dings natürlich. Also hier bricht dann anscheinend das Chaos dann noch aus. Demnächst. Aha. Na gut. Parts per million, yeah, but those are precursors to precursors. I'm worried about losing anti-apoptotics. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information to trust Wernicke's predictions. He's been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. I'm worried that the stress response is going to affect the capillaries. Jetzt wiederholen die sich anscheinend. You're in Park, aren't you? Why weren't you answering the page? Ich war beschäftigt. Da geht's nicht lang? Warum nicht? Lass mich durch. Guck nicht so doof. Na, nun gut. Honestly, I'm not even sure. Okay. How about you? Going back to Leadville to pick up Jane, then we're headed out to the lake. That sounds all right. I didn't think I'd miss her this much. It's the patients. You start to realize they haven't seen a woman or a child in shit, years now, right? How long's it been since you've seen Jane? 3 weeks now? Okay. That's nothing. Ich find's interessant, dass sie da einen Text labern, aber den Text, egal wo er anfängt, im Kreis gehen kann. Naja, fast. Es gibt so ein paar Punkte in diesem Gespräch, da kann er das anfangen und man versteht trotzdem Zusammenhang und es geht im Kreis weiter. Ich habe erstmal die Maus verrissen. We need this Park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Was hat der mit Alligator-Dings gesagt? Viel zu viele Gespräche gerade hier. Ich gehe einfach mal dem Hauptdings nach. Lass mich durch. Muss ich nicht hier hin? Muss ich zu denen? Hä? Bin ich gerade ein bisschen. Ach da! Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Yep. Bestimmt. Are we happy, Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. James, no! No, not a day! No, no! Jack Moody, Fox, I know what you're doing! Help! Help me! Help me! They're gonna rape me! Rape! Rape! Go to God. You can stop this! You have to help me! You have Hey!
calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Natürlich. Natürlich werde ich meine Arbeit beenden. Monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Positioning imaging planes. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Oh. Ihr seid doch alle krank im Kopf. Ich will ja weg. Ich mag meinen Job nicht. Ich will nach Hause. Ich will Urlaub. Aber na gut. Gehen wir erstmal in mein Büro. Das ist aber nicht mein Büro hier. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Ich hab nichts getan! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Nein, aufhören. Whistleblower. Und es lädt. Ach. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt bin ich nach dem Anfang wieder. Ah. Gott, oh Gott. Lass mich leben. Den Camcorder nehmen wir. Oh Gott. Das ist eine Menge Blut. Oh, die sind beide hinüber. Und zwar total. Wie komme ich hier jetzt raus? Na gut. Hier geht es auf jeden Fall erstmal beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, ich bin Indiana Jones.